So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Rettet ihr mich? Ja, wir retten dich später. Wir haben erstmal ganz viel Wichtiges zu tun. Und zwar so, wie gerade eben gesagt. Hier fehlt uns noch ein Pünktchen, alles klar. So, hier nochmal hin. So, wir machen jetzt erstmal die wunderschöne Longinus-Mission. Wie weit ist das weg? 650 Meter, das schaffen wir. Da ist ein Auto da vorne. Nehmen wir uns natürlich mit. Ist ja Klärchen. Oh, Büffel. Da tun wir mal lieber ein bisschen weiter außen rum gehen. Wir reparieren mal schnell uns die Karre, dass wir die benutzen können. Das ist, glaube ich, die wir weggeschossen haben, wenn ich mich nicht irre. So, perfekt. Aber können wir, glaube ich, einmal quer Fluss ein, Fluss aufwärts, abwärts, wo immer fahren. Einmal kurz durch. So. Und dann geben wir mal ein bisschen Gas hier. Ah, jetzt haben wir natürlich das Problem, jetzt müssen wir den Rayvana die ganze Zeit hören. Der ist ja auch nicht so toll unbedingt. Ich fand ja die Musik, die einfach lief bei Far Cry 3, ein bisschen besser. Muss ich ehrlich sein. Andererseits, dieser Quatsch, der über den Pagan-Sender lief, das war ja sowieso ganz grauenvoll. Das konnte man sich ja überhaupt nicht mehr anhören. Von daher, das ist schon etwas besser. Und jeder würde sich hinwerfen und 25 Liegestütze machen. Man will schließlich keinen Gott verärgern. Ganz ehrlich, stellt euch mal die Oberkörper der Leute von Kyran vor. Ich meine, wir hätten alle so krasse Brustmuskeln und Trizepse und Bizepse. Und definitiv würde dabei eine definierte V-Form rausspringen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wieso ich das sage. So, haben wir den jetzt einfach mal vor unserer Nase weggesprengt. Ich habe mir gerade angehört, was der da labert. Ach, wie cool mit den Dosen, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Los, hier mit den Dosen, die da so ein bisschen hin und her wackeln. Cool. Dass sie bei meinem Fahrstil nicht runterfallen, finde ich allerdings ein bisschen unrealistisch, sag ich mal ganz dezent. So, komm, mal ein bisschen Gas. Wir haben übrigens gar keine Frontscheibe mehr. Das ist jetzt hier die neue Klimaanlage, die ist auch ab 2015 natürlich serienmäßig in jedem Fahrzeug. Werdet ihr also privat genauso finden. Einfach ohne Windschutzscheibe ist besseres Klima. Ist immer schön frisch da drin. Nicht mal so stickig, weißt du. Finde ich auch mal ganz schlimm, so stickige Autos oder stickige Räume, das ist echt. Vor allem, wenn man da länger drin sitzen muss. Ich kenne das jetzt beispielsweise vom Hörsaal, wenn der stickig ist und du da einfach 2 Stunden drin mehr oder weniger festsitzt, dann herzlichen Glückwunsch. So, geben wir nochmal Gas, den fahren wir um. Ich meine, wahrscheinlich ist er mit Cartoons und Videospielen aufgewachsen. Er muss ein Naturtalent sein. Ich meine, er hat ein Gewissen. Deshalb ist er kein Serienmörder. Aber er ist der Killer unter den Killern. Ich meine, es gibt Leute, die haben ein Talent für Sport oder Kunst oder vielleicht für Singen. Warum soll es nicht auch welche geben, die Talent fürs Töten haben? Ich wette, es gibt sogar eine ganze Menge Leute da draußen, die gut im Töten sind und es gar nicht wissen. Die haben einfach noch nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft. Ach du Scheiße, was erzählt er uns denn jetzt da? Ach, guck mal. Der Longinus hat sich hier seinen eigenen... So, heilen wir uns mal hier ganz unauffällig. Kommen wir nicht rein? Andere Seite oder was? Nee, kann nicht sein. Es muss von der Seite sein. Ach, geht doch. So, hören wir uns mal, was er zu sagen hat. Der gute alte Longinus. Ich wäre bereit. Und der Herr sprach, wen soll ich entsenden? Und du antwortest und sagst, hier bin ich, entsende mich. Deine Hingabe erfreut mich sehr, aber den Herrn erfreut sie noch mehr. Wir haben noch ein verlorenes Schaf. Finde es. Es finden, ihm folgen, die Diamanten holen und zu dir bringen. Mit der Macht aus dem Munde. Von Kindern lässt du den Feind verstummen und wirst ihr Rächer. Welcher Psalm ist das? Das Wort Gottes kommt nicht immer in Form von Psalmen und Versen. Wo bist du hin? Der findet sich seine ganz eigene Bibel, wie es aussieht. Ein hoher Preis.
erreiche den Aussichtspunkt. Zufällig haben wir hier einen Gyrokopter, den benutzen wir natürlich. So. Ja, es ist ganz easy, also 300 Meter mit dem Gyrokopter, das ist eben 0, überhaupt gar nichts geschafft. So, guck mal, darüber schon sind wir da, oh, ein bisschen höher, nicht, dass die da unten uns sehen. Müssen wir uns ja jetzt nicht unbedingt behelligen. So, einmal hier zum Aussichtspunkt. So. Ach guck mal, hier ist direkt ein zweiter Gyrokopter. Wie praktisch ist das denn? Schmuggel nähert sich. Lass dich nicht entdecken. Oh, nähert sich denn ein Schmuggler? Ah. Den sollten wir vielleicht lieber markieren. So, dann sind sie fest markiert für uns. Folge dem Schmuggler, dann nehmen wir uns natürlich gleich den nächsten Gyrokopter. Beziehungsweise denselben Gyrokopter, den anderen lassen wir mal hier stehen. So, und dann verfolgen wir den mal. Jetzt ein bisschen weiter nach oben. Nicht, dass die uns entdecken. Wir können ja ganz entspannt folgen. Wir müssen ja nicht so nah sein. So. Ja, so 100 Meter, 120 oder was. Das ist, glaube ich, ein ordentlicher Abstand. Der reicht aus. Wir sind ja schließlich auch noch in der Luft. Da sehen sie uns nicht unbedingt sofort. Na, wo will der denn? Checkpoint erreicht. Sehr gut. Hm. Ist ja gut. Ist ja gut. Wir gehen ja schon runter. So, wir haben da unten allerdings ein paar mehr Gegner. Hm. Am besten landen wir hier irgendwie. So, ich versuche mal zu drehen. Wir werden uns sehen, mit Sicherheit. Natürlich haben wir uns gesehen. So, ist aber nicht schlimm. Wir schießen da ja trotzdem einfach weg. Die wissen wenigstens ganz genau, was wir haben wollen. Ist aber auch kein Vorteil für die, nicht wirklich. So, pam, 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 pam. Meinst du, da ist jemand? Pum, ich finde Messerwurf-Takedown einfach geiler als Ketten-Takedown. Deswegen mache ich lieber Messerwurf. So, plündere die Leiche. Gewölbeschlüssel, perfekt. Sollten wir in irgendein Gewölbe kommen? Vermutlich in dieses. Einmal kurz nachladen, bevor wir da reingehen. Und natürlich kurz ducken, damit wir ein bisschen unauffälliger unterwegs sind. So, sehr schön. Nimm die Blut, die da. Hoppala. Kommt er darauf, dass ich schießen würde? Kann gar nicht sein. Das sind hier alles lustige Partyknaller. Ich sehe gar nichts, Alter. Man sieht überhaupt nichts. Wenn getroffen wurde, ist man. So, hier einmal eine Sicherheitsgranate, dass sie uns nicht verfolgen können. So. Pum. Wir haben genug, das ist der Vorteil. Pam. Habe ich das? Ich glaube eher, du hast dich mit dem Falschen angelegt. Zeigt es ihnen! So. Haben wir den auch erledigt. Hier ist ja eh keiner mehr. Können wir also ganz bequem nachladen. Bevor ich mir jetzt Blutdiamanten hole, hole ich mir mal hier das Zeug aus der Kiste. So, und dann können wir uns jetzt Blutdiamanten einsammeln. Dann müssen wir mal wieder nur noch rauskommen. Das werden wir aber auch noch schaffen. Und kommen mit den Blutdiamanten, schaffen wir.
easy cheesy. Bin gleich beim Ziel. So, Headshot, easy. Zack. Ist der nächste weg. Da irgendwo vorne müssen wir noch einen haben. Ist auch erledigt. Und hier haben wir noch einen. So, da ist er. Machen sich auch mal so nett bemerkbar. Sind sie immer noch einfacher zu treffen. So. Wir sind nicht einfach wie die Jäger, die kleinen Drecksäcke, sondern die sind halt doof. So. Die Jäger sind schon echt. Muss man sagen, die Jäger, die sind wirklich echt übertrieben stark. Also, gegen die zu kämpfen ist kein Kindergarten. So viel ist sicher. So. Hier kriegen wir doch noch den Gyrokopter. Bin hier ganz froh. Ist nämlich wesentlich leichter damit einfach zu entkommen. Fliegt einfach ein bisschen bequem hoch. So, und tschüss. Jetzt 250 Meter. Ist ja noch schneller als vorhin. Ach, guck mal. War doch mal ganz einfach. Hm? Auch schön, dass man einfach mal was Entspanntes machen kann. Dass es nicht immer so schwer sein muss. Auch gut. So. Lagune der Tränen, Ort entdeckt. Eieiei. Was ist denn da los? Huch, da liegt noch, da steht noch ein zweiter. So, hier einmal rein das Zeug. Peng, geschafft. Hallo? Peng, geschafft? Na, endlich. Ein hoher Preis. Mission beendet. So, hier kriegen wir noch Zeug. Ordentlich Gold oder Geld, wie auch immer. So, 524 KP, neues Level, würde ich sagen. Neue Longinus-Aufgabe verfügbar. Cool. Wir machen natürlich weiter mit den Longinus-Aufgaben. Ist so laut hier. Ist unglaublich. So, Longinus möchte ich noch machen, bis wir das MG42 gratis haben. Denn ich glaube, das Ding haut so mega rein. Das brauchen wir einfach. Und es ist so teuer. Das können wir uns momentan leider echt nicht leisten. Ich möchte ja auch immer noch diese... So, zack. Was wollte ich sagen? Genau, ich wollte ja noch diesen ganzen Quatsch fürs Haus kaufen. So. Stimmt, Religion zerstört sie. Da hat er wohl recht. So, easy. Gehen wir mal wieder rein zum Longinus. Oh, was ist denn da los? Und der Herr fragt, wen soll ich senden? Und ich sprach, ich bin hier. Sende mich. Ich kam aus einem Land voll Tod und Elend und stand so lange mit dem Teufel im Bunde. Dieser, er wollte nur Reisepässe, um seine Familie in Sicherheit zu bringen. Und dieser wollte Malaria-Medizin für sein krankes Kind. Er wollte mich dafür töten. Ich kann es ihm nicht verübeln. Nein! Es gibt noch so viel zu tun. Wir sind nicht fertig. Du weißt, was du tun musst. Und ich weiß, was ich tun muss. Epheser 5, 18. Berauscht euch nicht mit Wein, worin nur Ausschweifung ist. Sondern werdet vom Geist erfüllt. Eine letzte Sühne. Weiß ich noch selber nicht so genau, was ich jetzt davon halten soll. Etwas merkwürdiges Verhalten von dem Longinus kennen wir so gar nicht.